Wie schon angedroht, hier die abgestürzte Air Force One mit dem toten, brennenden Präsidenten und damit herzlich willkommen zurück zum 14. Teil unseres Shadow Warrior Let's Plays. Vom Empfangskomitee gar nicht einschüchtern lassen, durch mit dem Raketenwerfer und willkommen in der Empfangshalle dieses kleinen Flughafens. So, noch das restliche Gesindel ausgeschalten, hier ist das Gepäckband und hier schon wieder die erste Tür mit einer Schlüsselkarte. Da geht es zu den Gates leider noch verschlossen, also schauen wir erstmal hier rein. Und versuchen den Kuli hochzuspringen, ohne dass wir mit drauf gehen. Sehr gut. Auch die Amazone muss weg. Oh, natürlich muss der Geist gleich wieder mitmischen. Ihr wisst, ich hasse die Dinger. Irgendwo fliegt er noch rum, genau hier. Und links habe ich schon wieder eine Amazone gesehen. Also wollen wir uns die gleich vornehmen. Weg mit der Kessenbraut, bevor sie uns gefährlich wird. Okay, und das war es auch für die gute Frau. Ans Telefon, Lao Wang. Oh, sehr lustig, Lao Wang. Frei nach Bad Simpson. Okay, auf die Getränkeautomaten, die Goodies mitgenommen. Und da fliegt noch der Rest der Air Force One hoch. Aber das ist schön, jetzt können wir hier wenigstens rein. Hier übrigens die Schnauze des Teils. Und die rote Access Card, die können wir in der Empfangshalle brauchen. Das ist sehr gut. Hier übrigens ein Schalter, der uns das erste Secret mit einem Missile Launcher öffnet. Genau, jetzt können wir auch die Tür aufmachen und da geht's, wie schon angemerkt, zu den Gates. Hier wäre der Aufzug, aber mit dem Schalter haben wir hier oben ein zweites Siegel geöffnet. Das holen wir uns natürlich zuerst. Da landen wir auf einem Dach, aber Vorsicht, hier ist eine kleine Booby-Trap, eine Mine. Da lieber noch in Deckung gehen, die ist hochexplosiv. Und dann holen wir uns hier die Waffen und sonstigen Gegenstände. Nach dort unten werden wir später kommen. Also nochmal raus aus dem Secret. Und jetzt geht's wirklich mit dem Aufzug zu den Gates nach unten. Wir sind zwar gerade nach unten gefahren, aber wir schauen trotzdem weiter nach oben. Dort warten einige Bösewichte vor diesem Geschenkshop bei den Ninnin Airlines. Er ist tot und dann kommt hier noch so ein frecher Kuli um die Ecke. Den nehmen wir natürlich auch gleich mit. Kommt der Geist, kommt er nicht? Ne, er hat Sendepause, sehr gut. Dann schauen wir mal zum Giftshop, wo wir gerade die Gegner kalt gemacht haben. Das ist nicht sehr kinderfreundlich, da kann man leicht nach unten fallen, aber egal. Da steht, glaube ich, so ein Sack hier um die Ecke. Ja, ich wollte es ganz schlau machen, aber er war schlauer. Dafür muss er sterben. Okay, Uzi-Clips und weitere Verpflegung. Über die Krähenfüße gesprungen, die Riker eingesteckt, dann die Kasse aktiviert. Für uns hat das Secret mit einem Fortune-Cookie. Dann springen wir wieder bei Herz nach unten. Aua. Und dann gucken wir mal, wo wir weiter können. Ich glaube, hier geht es entlang. Und aufgepasst, sobald wir durch diese Sicherheitsstampe laufen, dann aktiviert sich hier so eine Selbstschussanlage. Also bleibt der Raketenwerfer am besten ausgepackt und das Ding erledigt, bis es raucht und qualmt. Da ist noch so ein Frechdachs. Die ganze Muni sehe ich sehr gerne. Die nehme ich natürlich mit Handkuss, genauso wie diese Uzi. Und dann gucken wir mal, wo es weitergeht. Genau diesen Raum haben wir davor schon von oben gesehen, vom Secret aus. Und hier brauchen wir, ich glaube, eine blaue Keycard, um zum Gate 21A zu kommen. Also hier geht es noch nicht weiter. Hier ein Lüftungsschacht, den gucken wir uns später an. Hier noch eine Bar. Da werden wir gleich mal ein bisschen aufräumen, bevor wir reingehen. Da warten nämlich schon wieder einige Coolies und weitere Gegner. Und hier in den Kabinetten gibt es einige Bonusgegenstände, einen Ripperhead und einen Kevlar. Blue Bruce, da ist noch unsichtbarer. Der muss auch abdanken. Hier noch ein nettes Detail, die abgestürzte Turbine vom Air Force One Flieger. Und wenn man auf das Schild schießt, kommt man ins vierte Secret mit einer Railgun. Ein Drink gibt es leider nicht, aber dafür können wir jetzt in den Lüftungsschacht. Und über den geht es zur Gepäckausgabe. Der Raum sieht ziemlich einfach aus, aber glaubt mir, der ist nicht ohne. Da bin ich beim Probespielen ziemlich oft drauf gegangen. Ist halt eine große, freie Fläche mit vielen Gegnern und wenn die erstmal anfangen zu ballern, dann haben sie dich im Visier. Und dann geht man schnell drauf. Okay, also hier überall liegen ein paar Goodies rum, die nehmen wir natürlich mit. Und dann steigen wir ins Herz der Gepäckausgabe, also über das Förderband. Und auch das ein bisschen gefährlich, weil es doch sehr dunkel ist und eine Menge Gegner auf uns warten. Deswegen werfe ich da gern ein paar Granaten nach vorne und lasse die ihre Arbeit tun. Gut, und wenn die alle erledigt sind, dann gibt es hier auch schon ein weiteres Secret. Wir aktivieren den Schalter auf der rechten Seite und nehmen die Goodies entgegen. Und ja, glaubt mir, bei mir ist das genauso dunkel wie bei euch. Ich sehe auch nichts. Aber zum Glück sind wir hier jetzt wieder raus und wir sind wieder in der Empfangshalle. Aber da geht es im Moment nicht weiter. Also suchen wir uns einen anderen Weg.
Wir tracken jetzt ein bisschen back, bis wir zu der neuen Area kommen. Und da ist er auch schon. Und ich habe keine Ahnung, was so eine riesengroße Ladung C4-Sprengstoff in einem Flughafen zu suchen hat. Aber ich hinterfrage das gar nicht mehr. Hier auf jeden Fall die gelbe Keycard. Das Gittertürchen lässt sich leider nicht öffnen. Also wählen wir den radikalen Weg und zünden das C4. Also ich finde, das ist ein kleiner, angemessener Preis, den die reisende Bevölkerung da zahlen muss, damit Lo Wang seine Keycard bekommt. Nun gut, wir warten, bis sich alles beruhigt hat. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Und alles ist dem Erdboden gleich gemacht, bis auf die gelbe Keycard natürlich. Die Dinger sind einfach so robust, die überleben alles. Damit können wir gleich diese Tür aufmachen und in einen brandneuen Abschnitt gehen. Dort geht's nach oben und da kommen wir zum Tower. Und da ist es so dunkel, dass selbst ich mal endlich die Night Vision Goggles im Spiel aktiviere. Denn da ist so viel Ungeziefer in der Dunkelheit. Das ist mir dann doch ein bisschen zu heikel. So, ich hoffe, das war jetzt der letzte. Ne, da hinten ist noch einer. Jetzt sind wir fertig, ne? Also, hier gibt's auch den Blue Access Key, beziehungsweise die Keycard. Und hier sehen wir die Landebahn, wie gesagt, vom Tower aus. In diesem Raum gibt es auch unser sechstes Secret. Wir springen hier auf diesen Automaten, schießen den Schalter an und dann bekommen wir hier ein Ripper Heart. Und damit sind wir auch schon fertig im Tower. Wir können zurück und die blaue Keycard an einen anderen Ort anwählen. Und dazu müssen wir, glaube ich, jetzt hier entlang und dann nach links. Jawohl, wieder vorbei an der Selbstschussanlage und dann können wir hier rein. Aber vorher stecke ich mal die Muni hier ein, die kann man immer gebrauchen. Es geht weiter mit klaffender Dunkelheit. Ich sehe mal wieder gar nichts, außer Fleischfetzen. Aber ich weiß, was als nächstes kommt, deswegen packe ich schon mal mein Ripper Heart aus und lasse mein Ebenbild gegen die zwei fetten Sumos hier kämpfen. Da haben die überhaupt keine Chance. Die Raygun wird das alles erledigen im Sekundentakt. Und das war's dann auch schon. Ah, verdammt, ich habe den Furz vergessen. Auf jeden Fall, hier ist das reguläre Exit. Das werden wir aber nicht nehmen, weil es hier nämlich noch den Eingang zum Secret Level gibt. Dazu müssen wir nochmal zurück in die Eingangshalle des Flughafens. Und ihr könnt euch noch an diesen Aufzug erinnern. Der wird ein Schlüsselfaktor sein. Dazu lassen wir ihn nochmal nach unten fahren. Und werden jetzt aufs Dach des Aufzugs gehen. Genau, jetzt müssen wir ihn runterfahren lassen und dann ganz schnell aufs Dach und dann nochmal versuchen, den Schalter zu aktivieren. Das ist gar nicht so einfach. Und dann können wir hier in diesen Geheimraum nach oben fahren und dort gibt es den Eingang zum Secret Level. Und das war es dann auch für den Flughafen und wir sehen uns dann wieder das nächste Mal bei Shadow Warrior. Wie immer bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.